Ich krieg, egal wie weit ich bin, keinen Diapanzer. Och Mann, ey. Die Sprünge muss ich doch mal endlich schaffen. Man muss einfach mal dazu singen. Perfekt, Alter. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hallo Freunde, und hier sind wir zu, ja, Minecraft Lucky Race. Wieder mit dem altbekannten Problem. Ich werde mich damit nächste Woche befassen. Habe ich auf jeden Fall vor. Oh, ein kleiner Game Nick. Hey, ich will mein Schwert zurück. So, dann klaue ich ihm jetzt halt eben die Rüstung. Und ziehe die mir mal an. So, und gehe jetzt mal auch gleich weiter. Nämlich die meisten sind schon relativ weiter als ich. Und ich nehme das jetzt. Oh, hier sind jetzt zwei Game Nicks. Oh, geil. Und zwar, ich nehme das jetzt gerade direkt im Anschluss auf das auf dem Aura-PvP-Video auf. Auf dem Aura-PvP-Video, genau, wo bleibt meine Grammatik? Direkt nach dem Aura-PvP-Video auf, so. Und ich verkacke hier wieder ständig bei den Sprüngen. Und zwar übelst. Da ich morgen leider, wie gesagt, das habe ich schon im vorherigen Video gesagt, was noch heute kommen wird, leider keine Zeit, also nicht wirklich Zeit habe. Und ja, das ist halt eben leider der Grund, weil ich noch was zu tun habe. Und tun öffne ich, glaube ich, nicht mehr. Jetzt habe ich hier ein Schwert, ein Bonusherz und Schärfe. Gut, einen Helm. Yes, nochmal Sterne, nochmal ein Schwert. Und ein Diablock. Das ist super. Und hier ist noch einer. Ich bin relativ weit hinten. Also ich muss jetzt mich richtig beeilen. Obwohl, die meisten sind jetzt halt eben hier auf diesem Checkpoint, auf Checkpoint 1 und 2. So, dann hoffe ich mal, ich krieg das hin, jetzt halt eben wieder noch auf 2 zu kommen. Ja, Checkpoint 2, komm. Perfekt. Geschafft. Hier ist jetzt, glaube ich, ein Killer-Bunny. Doch, das hält mich jetzt nicht weiter auf. Doch, außer wenn es rauskommt. Außer wenn es rauskommt. Boah, Alter, jetzt hat's hier. Nein, schon wieder so ein Mini-Zombie. Außer wenn es nicht die Interesse verliert. So, endlich auch noch ein Zombie getötet. Jetzt sind die mittlerweile weiter. Jetzt bin ich nicht mehr wirklich Erster. Aber ich hoffe mal, ich komme jetzt auch wieder auf 3. Also auf Checkpoint 3. Weil, ach nee, so auf jeden Fall nicht. Ja, schon Checkpoint 4, Alter. So, nein, ach Mann, warum verspringe ich mich immer? Irgendwie, die Pokémon-Map, die hat irgendwie ein schlechtes Omen. Also auf mich, die habe ich bisher nur einmal gezockt, aber ja, mag mich irgendwie nicht. Habe ich so das Gefühl. Da ich nämlich ständig irgendwie, ja, mich verspringe, wie hier zum Beispiel. Mann, ey, Leute. Ich muss das doch jetzt mal endlich schaffen. Und zweitens habe ich, wie gesagt, immer wieder das Problem, ich krieg, egal wie weit ich bin, keinen Diapanzer. Och, Mann, ey. Die Sprünge muss ich doch mal endlich schaffen. Man muss einfach mal dazu singen. Das kann doch nicht wahr sein, jetzt ehrlich. Ich wette, jetzt gleich verspringe ich mich wieder. Und zwar, es kommt. Ja, vielleicht beim nächsten Modul. Vielleicht beim nächsten Modul. Da verspringe ich mich dann. Da verspringe ich mich dann. Auf jeden Fall. Perfekt, jetzt kriege ich hier Goldäpfel raus. Aber wenn ich jetzt einen Diapanzer bekomme, dann ist so circa alles vergessen. Okay, wieder ein Schwert. Super. Solange ich eine volle Dia-Rüstung bekommen würde, wäre Hammer. Coins habe ich bekommen. So, tschüss. Und dann gehe ich jetzt wieder weiter. Ich bin wieder im Mittelfeld gelandet. So, und ich bin, glaube ich, nicht wirklich weitergekommen als bis zum Ballon. Und dann hat schon es jemand geschafft ins Ziel. Weil das ist, glaube ich, eine etwas kleinere Map.
So, perfekt. Auch bei Checkpoint 5. Ich weiß auch nicht wirklich, was die Coins machen. Oh, wieder ein Diablock. Also, ich glaube, ich kann mit den Diapanzern dann selbst bauen. Aber halt eben dann nicht mit Verzauberung ist das Problem. Da ist wahrscheinlich relativ viel verzaubert noch. Obwohl, ich habe einen Zaubertisch und ein paar Level habe ich noch. Achso, die Coins sind, glaube ich, für die Level. Dann sind wahrscheinlich ein Coin, ein Levelpunkt. Ne, bis Bisasam habe ich es, glaube ich, geschafft. Und dann weiter nicht mehr. Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Das habe ich noch auf die Schnelle hinbekommen, glaube ich. Und dann habe ich es nicht mehr weiter geschafft. Und jetzt bin ich wieder bei Modul 6. So, dann ist er jetzt erstmal tot. Und habe dann jetzt hier nochmal einen Game Nick gefunden. So, das ist hier relativ dunkel. Ah, aber hier geht's weiter. Okay, gut. Mein Inventar ist voll. So, dann jetzt nochmal hier die Sprünge. Ah, hier sind jetzt wieder Leitersprünge. Also das ist jetzt nicht wirklich mein Modul. Und ich glaube, der hat es auch wieder gleich geschafft. Okay, gut, super. Ich springe immer auf der Stelle, um mich zu vergewissern. Dass ich oben bin. Nein! Ich hätte es auch abfangen können mit der Leiter. Och nee, einfach nur Pech. Aber wenigstens kann ich mir jetzt eine volle Dia-Rüstung machen. Doch die Ausrüstung ist noch klein wenig, naja. Weil da fehlt mir jetzt zum Beispiel noch ein paar Tränke, ein paar Goldäpfel. Also erster werde ich auf jeden Fall, glaube ich, nicht hier werden. Und dafür ist der zu weit. Denn der ist, glaube ich, schon fast am Ende. Nein, schon wieder abgerutscht. Mann, das kann nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ich verspringe mich immer bei den Leitersprüngen. Man muss mal singen, das hilft. Komm, die Leitersprünge schaffe ich doch mal jetzt. Die Leitersprünge schaffe ich doch mal endlich jetzt. Die Leitersprünge schaffe ich jetzt endlich. Die Leitersprünge schaffe ich. Die Leitersprünge schaffe ich doch noch jetzt. Den Rest nach oben bekomme ich doch hin. Den Rest nach oben bekomme ich doch hin. Soll ich beenden? Fragt er sogar noch. Nein! Ich muss das jetzt bitte schaffen. Komm, ich muss jetzt klein wenig weiterkommen. Den nehme ich, der will es beenden. Oder noch nicht. Okay, gut. Der beendet es noch nicht. Und ich falle immer wieder runter. Mein... Och nee, das ist doch so wirklich verflucht hier alles. Komm, kann man sich mal bedanken. Da kann... Alter. Alter, das war richtig doof. Da sagt der... Nicht beenden. Dann macht das trotz allem einer. Och nein. Okay, gut. Ich muss mich jetzt eh auf... Also ausrüsten. Okay. Ich baue jetzt gleich mal ein ruhiges Örtchen. Nämlich, ich habe hier... Ja, perfekt. Ich bin hier sogar gut gespawnt. Da kann ich jetzt mich erstmal ausrüsten. So ein Helm. Sogar, glaube ich, mit einem Bonusherz. Nein, habe ich nicht. Aber das Schwert vielleicht ein Bonusherz. Obwohl, wie viel hat das? Das ist sogar besser. Da habe ich noch Goldäpfel. Nochmal hier ein Herz. So ein... Ist nochmal Bonusherzen vielleicht. So ein Schwert. Und den Zaubertisch. Wo ist der denn? So, okay. Ich verzauber jetzt mal die Hose mit Schutz. Und den Brustpanzer auch mit Schutz. Also ich hoffe mal, ich habe jetzt auch hier wieder Schutz. Ja, perfekt. Ich hätte noch ein Level. Komm, ich mache mir jetzt nochmal ein Dia-Schwert. Versuche ich es jetzt mal. Ich hoffe mal, dass der Schutz rauskommt. Also ich meinte Schärfe. Bin ich wenigstens etwas gut ausgerüstet. Und halt eben, ich habe leider nicht die Zusätze, ist das Problem. So, das hier werde ich mir mal noch nehmen. Dann habe ich, glaube ich, noch Lebensversicherung. Perfekt. Alter, was... Die Dia-Rüstung einfach... Was für ein Vorteil die Dia-Rüstung einfach bietet. Boah. Da seht ihr es schon. Okay, gut. Hier habe ich noch ein paar Sachen einsammeln können. Okay, gut. Das ist noch ein Goldschwert. Das möchte ich haben. Perfekt. Jetzt habe ich das Goldschwert. Okay. Super. Dann muss ich mich mal wieder etwas ordnen. So mache ich dann mal.
Obwohl, nee, komm, die tausche ich mal. Und hier liegt nicht mehr wirklich was Gutes rum. Außer vielleicht noch der Dia-Helm. Das war's dann auch schon. Wow. Alter, die sind jetzt beide schon wieder hinter mir her, glaube ich. Ne, hier ist noch einer. Okay, gut, ich verfolge mal diesen hier, denn die sind gerade noch beschäftigt. Aber ich habe noch alle meine drei Leben. Perfekt. Puffy Schärfe 4, aber perfekt. Den habe ich. Und dann jetzt habe ich, glaube ich, alles nur schlechte Effekte. Ist das mein Ende? Nein! Alter, warum? Alter, der hat übelst rumgebackt. Darum geleckt. Aber ich habe noch zwei Leben, aber der backt übelst rum. Also der hat jetzt... Also das ist wirklich komisch. Alter, der hat natürlich jetzt hier so einen Gladiator-Trank getrunken. Und der ist jetzt, glaube ich, schneller sogar als ich. Okay. Super. Der ist jetzt irgendwie schneller als ich und irgendwie auch sehr viel wendiger. Weiß auch nicht wirklich warum. Und der backt immer im Kampf rum, das ist komisch. Ich muss jetzt einfach warten, bis der Effekt weg ist. Also ich muss jetzt nur ständig weglaufen. Das ist halt irgendwie immer im Zickzack am besten. Also trifft er mich nicht ständig. Weil nämlich das ist jetzt gerade schlecht. Ich muss jetzt, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, wie lange dieser Effekt dauert. Aber ich werde mal so lange weglaufen, bis dann nur noch 30 steht. Weil der kürzt nämlich übelst gut ab. Und ich hoffe mal, das ist alles auch hier mit legitimen Mitteln, was ihr hier macht. Aber es läuft eigentlich ganz gut hier jetzt gerade. Abgesehen davon, dass mich jetzt halt eben hier jetzt der hier verfolgt. Ah, der backt übelst rum beim Kämpfen. Also das ist jetzt nicht wirklich... Oh nein. Ja, komm, hol dir den, hol dir den. Ich schlag auch noch mit drauf. Ja, super. Super, okay, gut. Alter, nein, 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 das ist... Alter, das ist knapp. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht nochmal hier von denen verfolgt. Boah, der nämlich, ich bin eigentlich nicht so gut ausgerüstet. Der hat noch ein Leben. Warum jetzt gegen mich? Perfekt. Okay, gut, ich dachte schon, da kommt jemand. Okay, gut, Schärfe 1. Das sind noch ganz normale Dia-Schwerter. Okay, gut, super, er hat den Bären wieder angezündet. Aber ich werde natürlich wieder verfolgt. Alter, das ist natürlich auch wieder super. Jetzt ehrlich, das ist... Mann, ey. Und der leckt immer rum beim Kämpfen. Also, ich glaube, da geht jetzt nicht wirklich was mit legitimen Mitteln zu. Und ich werde ständig verfolgt. Ja, jetzt sind beide gegen mich. Auch geil. Oh nein, nicht... Och, Mann. Genau, hier hat jemand den Spawn angezündet. Also, das ist jetzt nicht wirklich super, was hier gerade abgeht. Ah, hier sind Tränke. Das ist auch gut. Stärke, Gladiator-Trank. Perfekt, den habe ich gesucht. Und Lucky Potion. Also jetzt habe ich, glaube ich, eine Chance. Das Feuerzeug, das nehme ich mir mal auch. In 60 Sekunden, wenn er in der Mitte ist. Lucky Potion, Absorption, Regeneration, Sättigung, Stärke. Ich hau mir mal das hier rein. Schärfe, okay, gut. Ich habe leider kein Table dafür. Der Bär. Alter, ja, alter, 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 alter. Perfekt, getötet. Ich habe zum Glück den Potion dort drin. In 15 Sekunden. Ich warte jetzt noch.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nein! Och nee, so knapp. GG, aber wenigstens habe ich jetzt bis zum Ende überlebt. Bis zum Ende wenigstens überlebt, Alter. Darauf trinke ich jetzt einen Schluck. Aber das war bisher meine erfolgreichste Lucky-Race-Runde. Also, auf jeden Fall, ich hoffe mal, euch hat diese Folge gefallen. Ich habe zwar nicht gewonnen, aber es war nah dran. Und ich habe lange überlebt und hatte diesmal endlich auch eine Dia-Rüstung. Also, ich bin jetzt wirklich glücklich hierbei, denn ich hatte jetzt schon mal wieder Glück. Und ich glaube, langsam ist der Fluch aufgehoben von mir hier bei Lucky Race. Und ja, und dann sage ich jetzt mal, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und teilt es euren Freunden mit. Und ihr könnt mich auch unterstützen, indem ihr mich abonniert. Dann sage ich bye mit... Bye!